Hi, schön, dass du hier reingeguckt hast. Ich möchte dir heute einen schönen Sonntag wünschen. Und wir haben letztens eine Umfrage gemacht und kurz gefragt, ob wir euch von unseren ganzen neuen Sachen lieber was fürs Grünzeug oder lieber was fürs Futter vorstellen möchten. Eigentlich wart ihr ziemlich eindeutig im Bereich der Pflanzen. Ich möchte euch aber trotzdem beides zeigen, baut irgendwie aufeinander auf und will es einfach mal ein bisschen anders machen, dass ihr vielleicht heute mal sehen könnt, wer noch so alles dahinter steckt, was wir da so machen. Und wie immer gibt es natürlich für euch auch wieder was abzustauben, weil ein bisschen Support können wir immer gebrauchen. Und ich denke, ihr könnt das, was wir haben, auch gebrauchen. Ich baue hier einmal kurz um, dass ich hier das Ganze so ein bisschen auf ein Stativ stelle, euch das zeige, euch ja, so ein bisschen den Aufbau davon zeige. Und am Ende packe ich vielleicht so eine Story rein, wo man so ein bisschen eben Bilder sieht, wie na, die Teile aufgehangen aussehen. Und es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der es ziemlich cool finden wird. Und meldet euch. Wie machen wir es? Überlege ich mir gleich, erzähle ich euch gleich, was wir da für ein cooles Gewinnspiel irgendwie draus machen. So, da habe ich jetzt für euch umgebaut. Ja, ihr seid erstmal hier total willkommen an meinem Schreibtisch, meiner Ideenschmiede, wo eigentlich in 3D alle Sachen erstmal entwickelt werden, ja, virtuell und erstellt werden, simuliert werden, wo wir aber auch hergehen und die Schutzrechte entsprechend anmelden. Für alles Gezeigte gibt es oder sind zumindest schon mal die kompletten Schutzrechte beantragt. Das heißt, liebe Gewerbetreibende, bitte nicht einfach hergehen und nachbauen. Ersparen wir uns beide eine Menge Ärger. Solltet ihr den Wunsch haben, diese Artikel auch zu vertreiben oder den Wunsch haben, diese Sachen nachzubauen, seid so nett, meldet euch doch erst bei uns. Wir werden uns sicher in irgendeiner Art und Weise hier einig. Will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Die Frage war, möchtet ihr was für Grünzeug oder möchtet ihr was als Futterhilfe haben? Wir kombinieren beides, werdet ihr auch gleich sehen, warum wir beides kombinieren. Fangen wir mal in dem Wust der Sachen an, worum es eigentlich bei den Pflanzen geht. Ihr seht hier, ah, in der Ecke ist schon was weggerutscht, das gehört noch zum Futter. So, wir haben einfach uns gedacht, so Plant Cubes, so nennen wir sie einfach, Pflanzenkästen, wäre eine coole Idee. Ihr kennt so diese China-Glas-Dinger, diese großen Kugeln, die man an die Seite hängen kann. Manche sagen, oh, die saugen ab Verhalten nicht so richtig. Manche sagen, das Ding ist mir dann runtergeknallt, dann ist zwar trotzdem Wasserauftrieb, trotzdem die Schale unten noch kaputt gegangen. Wir wollten sowas einfach passend für eine Rückwand haben, egal ob ihr eine schwarze oder eine weiße Rückwand habt. Haben wir einfach im Endeffekt wie einen Würfel gedruckt, Löcher drin, wo Wasser zirkulieren kann. Wir haben hier hinten unsere Made in Germany Saugnäpfe. Steht, kann man glaube ich sogar erkennen. Wenn ihr Pause drückt, kann man es bestimmt sehen. Ich bin kein Instagram-Videoprofi, habt ihr glaube ich direkt schon am Anfang gemerkt. Ich übe, ist ja vielleicht noch was ganz Cooles. Naja, zur Idee. Kies rein, Pflanze rein, könnt ihr die ein bisschen weiter oben hinhängen, weil wenn das Licht, sagen wir mal, ihr habt ein Aquarium 50 cm Höhe, das muss natürlich erstmal von oben durch das ganze Wasser durch bis nach unten und unten am Bodengrund kommt schon nur noch teilweise noch 30% des Lichtes an. Wenn ihr jetzt natürlich einen Bodendecker oder sonst was so ein bisschen hochziehen möchtet, oder generell einfach eine Pflanze ein bisschen dichter wachsen haben wollt oder einfach eure Rückwand, Seitenwand ein bisschen verschönern wollt, Kies rein, Pflanze rein, in entsprechender Höhe aufhängen. Und das Ding kriegt super Licht. Hier haben wir es natürlich in Schwarz auch nochmal passend zur schwarzen Rückwand. Ja, wird so bei uns erhältlich sein. Wir haben die auch in so halb transparent, wenn man das sieht. Ist nur sehr, sehr aufwendig, weil das kein Druck wie der hier ist, sondern das wird über Kopf gedruckt, mit einer UV-Lampe bestrahlt und sowas. Ist relativ aufwendig, ehrlich gesagt auch relativ teuer. Würde ich wahrscheinlich eher zu diesen greifen. Kurz zum Material, verwendet wird hier PETG. PETG ist zumindest der Rohstoff selber, also so wie es dann auch auf der Rolle hier ankommt. Habt bestimmt alle schon mal einen 3D-Drucker gesehen. So wie es hier in der Rolle ankommt, lebensmittelecht. Kommt natürlich auch mal auf den Drucker und die Verarbeitung hinterher an. Ist aber zumindest soweit, hier löst sich nichts auf, hier wird auch nichts irgendwie ans Wasser abgegeben, was irgendwie euren Bewohnern dann schaden konnte. Als wir uns diesen Plant Cube vorgenommen haben, haben wir gedacht, ganz ehrlich, wenn wir einen Plant Cube machen, dann können wir auch unseren eigentlichen Feed Cube so ein bisschen bearbeiten. Wer oder was ist der Feed Cube? Das sind die Kollegen hier. Und die
haben wir einen Haufen Produkttester von euch geschickt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wir haben einen Aufruf gestartet und haben gesagt, wer füttert Lebenfutter, wer möchte gerne Produkt von uns testen. Es gab einen Fragebogen dazu. Ich glaube, der erste Test ging so 2 Wochen lang. Haben uns das ganze Feedback eingeholt, haben dann noch ein bisschen hin und her optimiert, bis wir hinterher zu unserem finalen Update gekommen sind. Was kann der FeedCube? Der FeedCube sieht ähnlich aus wie der PlanCube, hat nur größere Löcher und wie man sieht ein paar mehr davon. Wir nehmen das Ding, packen Lebendfutter rein, können den Deckel drauf machen. Na, komm schon. Können den Deckel drauf machen, pappen das Ding an die Seitenscheibe, an die Rückscheibe, sonst was. Und das Lebendfutter kann nur noch durch die Löcher rauskommen. Das heißt, nicht mehr so, dass ihr den Beutel einfach ins Wasser reinschmeißt und beziehungsweise nicht den Beutel, sondern den Beutelinhalt ins Wasser reinschmeißt. Das verteilt sich überall, zack, 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 alles wird aufgefressen, wenn ihr Glück habt. Wenn ihr Pech habt, dann sind Tubifex und sonst was irgendwo ganz schnell unten im Bodengrund verschwunden. Ja, sehr viel Nahrung finden die hinterher auch nicht mehr. Das heißt, das Lebendfutter, das wird dann irgendwo in irgendeiner Ecke ein bisschen noch vor sich hin vegetieren, bis es gefunden wird oder nicht. Das haben wir hier nicht. Hier ist das Lebendfutter drin. Der Fisch kommt ran. Und das sind die Erfahrungen, die auch die Produkttester bisher hatten. Der wird super schnell angenommen. Das dauert 1-2 Tage. Dann haben die Fische geschnallt, dass aus diesem Ding immer Futter kommt. Heißt, auch wenn kein Futter drin ist, kommen die schon vorbei, warten hier vor. Wenn hier kommt eine Mückenlarve sonst was durch, die streckt nur den Kopf durch, dann wird die vom Fisch schon rausgezogen und aufgefuttert. Haben auch das Feedback bekommen, dass die Fütterung dadurch deutlich verlängert wird, dass man auch so mehr seine Fische beobachten kann, auch die passiven Fische ein bisschen dabei beobachten kann, auch mal gucken kann, checken kann, ob sie eigentlich gesund sind, ob sie gut im Futter stehen und, ne? Ja, jetzt fokussiert gerade das Handy nicht so gut. So haben wir es schon wieder ein bisschen besser. Was haben wir hier Besonderes gemacht? Gerade hat man gemerkt, mit dem Deckel war ein bisschen tricky. Wir haben hier oben eine Nut reingemacht. Wir haben hier auch nochmal einen Überstand reingemacht, damit dieser Deckel einfach drauf kann. Warum tun wir das? Wenn wir Korridors füttern möchten, dann möchten wir diesen Feedcube relativ weit unten haben. Wir möchten vielleicht aber auch Tiere, die eher in Richtung Wasseroberfläche streben, möchten wir auch da drin unterbringen. Das heißt, hier kann man den Deckel fest arretieren und mit viel Aufwand muss man ihn abmachen, beziehungsweise er kann nicht einfach von selber abfallen und untergetaucht werden. Jetzt sagten wir, es gibt natürlich noch was zu gewinnen dabei. Es gibt jetzt nicht einfach nur stumpf das Ding zu gewinnen. Das wäre ehrlich gesagt viel zu einfach. Was wir hier aber haben, wir haben natürlich sehr viel gebaut und getestet und gemacht und getan, hin und her optimiert. Wir haben viel zu planen. Ganzen Haufen davon. Die werden wir so, wie sie sind, nicht verkaufen. Warum werden wir das nicht machen? Sehen wir mal als Beispiel. Jetzt muss ich ein bisschen suchen. Hier haben wir einen Feedcube. Der hat diese Nut nicht, diesen Überstand nicht. Da rutscht natürlich der Deckel. Prinzipiell funktionieren tut er genauso wie die anderen auch. Bei einem ist das Loch ein bisschen größer. Bei dem anderen ist es ein bisschen kleiner. Ich werde das Ding so einfach nicht anbieten, nicht verkaufen. Ich werde euch ein Gewinnspiel posten, wie ihr zum Beispiel dieses Ding kriegen könnt. Testet selber aus. Ihr schreibt dann auch vielleicht so einen kleinen Erfahrungsbericht, macht einen kleinen Instagram-Post, supportet uns da ein bisschen. Wer schwarz toller findet, den kannst du auch in schwarz bekommen. Bei den Plan-Cubes, leider, da habe ich keine abzugeben. Die standen schon relativ früh. Genau, hier gibt es auch noch welche, die haben einen klippbaren Deckel. Da ist der Clip hier, vielleicht sieht man es, dreieckig. Und nicht gerundet wie bei den anderen. Der ist ein bisschen mühseliger aufzufriemeln. Ich glaube, das sieht man bei dem ganz gut. Genau, der hat hier so eine eckige Nut, eine eckige eckigen Überstand. Ist ein bisschen trickreicher. Ich weiß auch nicht, ob das auf Dauer so gut hält. Ihr könnt ihr halt kriegen. Ihr könnt gewinnen. Das gibt's eine Menge dazu. Testet's aus. Schreibt uns dann einfach einen Bericht dazu. Postet was darüber. Bisher haben alle Tester, und das waren 14 Tester, die wir hatten, alle Tester haben durch die Bank weg wirklich gutes, positives Feedback dazu gegeben. Und ehrlich gesagt, einer hat zum Beispiel auch schon gefragt, wann sind die endlich im Shop? Wann kann ich sie bestellen? Engagier dich, kannst du noch 1-2 gewinnen. Vielleicht halte ich dir auch einfach 1-2 beiseite und schick sie dir einfach so.
Das ist das dazu, das ist das Neue. Und ich glaube, ich nutze nächste Woche mal die Zeit und dann mache ich mal ein kürzeres Video. Hier sind wir bei fast 9 Minuten. Ich muss mal gucken, wie man das bei Instagram reinkriegt. Nächste Woche zeige ich euch was, wieder was Neues und versuche das mal in einem ähnlichen Format zu machen. Vielleicht gefällt euch das, gebt mir auch dazu mal ein Feedback dazu. Ob vielleicht einfach mal so eine Produktpräsentation von uns mit ein paar Worten, die wir dazu sagen, gar nicht mal schlecht sind. Und da das alles so lang ist, werde ich definitiv hier ein wenig noch am Video rumschneiden. Ach, guck mal, da wollte ich jetzt alles einräumen. Und dann fällt mir der Kollege eigentlich noch in die Hand. Der ist nämlich auch gar nicht so unwichtig. Auch ein Feed-Cube. Hier ist der noch ohne Nut. Können wir später nochmal nachrüsten. Den Deckel würde ich jetzt auch nochmal ändern, sehe ich gerade. Ist ja doof, dass der hier oben übersteht. Der muss dann hier hinten mit einer kleinen Kante versehen sein. Ist aber nicht sehr schwierig. Habe ich, glaube ich, in 2 Minuten in unserem SolidWorks umgeändert. Wer unsere Kammerfilter benutzt, ne? Ich hoffe, ihr kennt sie, unsere HMF-Kammerfilter, unsere modularen Kammerfilter, der kann nämlich dann die Cubes da oben dranhängen. Das heißt, hier haben wir eine 4 mm Hang-On-Variante gemacht. Machen wir übrigens auch mit 12 mm, 8 mm, 10 mm, falls ihr das Ding einfach an die Glaskante hängen wollt. Obwohl die Sauger schon so stark sind, dass die eigentlich in Dicke ausreichen. Wenn ihr es aber doch aufhängen wollt, gibt es die Dinger natürlich auch mit Hängehaken. Insgesamt ist der ganze Spaß ich schätze jetzt mal nächstes Wochenende bei uns auch im Shop erhältlich. Natürlich alles zu kaufen bei uns.